Es geht weiter mit Assassin's Creed Rogue. Was halt in der letzten Folge geschah, es war unglaublich. Ihr könnt gerne in die Playlist schauen, was da alles passiert ist. Jetzt werde ich auf jeden Fall erwähnen. Und zwar gab es kleine... Es gibt nur eins zu tun. Es gab eine kleine Unstimmigkeit mit unserem Mentor. Wir sollten ein Artefakt holen und darauf gab es in dem Ort ein Erdbeben und alles wurde zerstört. Und er meint natürlich, dass er davon keinen Plan hatte. Und jetzt müssen wir uns ins Davenport-Landgut einschleichen. Das Manuskript ausfindig machen. Da oben. Ist es hier in diesem Tisch? Was haben wir denn da? Was Abgeschossenes? Es gibt kein Zurück mehr. Oh. Ich hatte so Großes mit euch vor, Shay. Achilles. Ich muss das tun. Und was genau müsst ihr tun, Shay? Eure Brüder bestehlen? Und mich betrügen? Na klar. Jemand muss dafür bezahlen. Dafür bezahlen? Ihr habt keine Ahnung, was ihr tut. Die Zukunft des ganzen Kontinents, vielleicht der ganzen Welt, liegt in diesem Manuskript. Ja, da muss es zerstört werden. Aber wir haben nicht das Recht, über die Zukunft zu entscheiden. Ja, da hat er recht. Wir haben die Verantwortung. Wir sind verantwortlich für den Tod von Unschuldigen und zerstörte Städte. Diese verrückte Gier nach Macht. Das endet jetzt. Wir hätten es einfach zerstören müssen. Was wir erbauten. Das bedeutet Kampf bis zum Tod. Assassinen, ergreift ihn! Oh oh, wir müssen mit unserem Schiff fliehen. Wir müssen hier entkommen. Jetzt wird's wohl richtig krass. Letzte Folge erst und jetzt schon wieder hier so alles fällt zusammen und dort entkommen. Wir sollen keinen töten. Ich versuch's mal so lange wie möglich durchzuhalten. Oh. Da ist aber einer unserer Assassinen-Kollegen. Wie konntet ihr zu ihnen halten? Oh, oh, wir wurden auf jeden Fall angegriffen. Doch hast du und wir entkommen. Und wir sind desynchronisiert. Wir müssen auf jeden Fall mehr aufpassen, von den Typen, die uns anspringen, wegzulaufen. Die Vernunft zu sprechen ist das, was ich gerade mache. Ja, anscheinend seid ihr von Sinn, mich die ganze Zeit anzugreifen. Ah!
Wir boxen uns halt den Weg durch. Komm, wir gehen weiter. Schon wieder diese Blöden. Ah, nur noch 40 Meter. Das schaffen wir. Komm. Wir entkommen hier. Oh oh. Es reicht. Alles sind hinter uns. Gib das Manuskript her. Sicher wird Achilles. Ich kann nicht. Ich werde das nicht mehr zulassen. All die armen Seelen. Ein Wendepunkt in diesem Spiel, in seinem Leben. Mission abgeschlossen. Freier Wille. Wie krass. Wir setzen auf jeden Fall fort. Und schauen, was uns erwartet. Eine Erinnerungsstörung. Es gibt wohl noch mehr Daten. Okay, Strohkopf. Ich kann Sie jetzt nicht aus dem Stuhl holen. Sie müssen das erst sichten. Das ist seltsam. Diese Erinnerung scheint 20 Jahre nach den gerade Gesehenen zu spielen. Sind Sie sicher? Absolut. Das heißt, Shay muss den Sturz überlebt haben. Wenn er der Mann ist, für den ich ihn halte, dann hat er. Machen Sie weiter. Die Daten sind fragmentiert. Die Erinnerung unvollständig. Mal sehen, was ich tun kann. Hören Sie, wir müssen erfahren, was mit Shay ist. Die Erinnerung mag wüst aussehen, aber ich bin fast sicher, dass die Sequenzierung sie nicht umbringt. Fast sicher ist gut. Okay. Okay, Strohkopf. Wir wissen nicht, wo Shay steckt oder was er macht. Halten Sie Augen und Ohren offen. Ich will den Grund wissen, warum Shay dorthin ging. Sie haben es gehört. Vorwärts. Die Verbrecher ausfindig machen. Wir haben keine Assassinenuniform mehr. Ups, es war halt zu viel. Aber wir regenerieren ja wieder. Da hat halt die Rolle gefehlt. Wir müssen jetzt mehr aufpassen, dass wir auch die Verbrecher ausfindig machen. Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Benjamin Franklin, hinter dem ist Jay her. Franklin reist nach England. Und der Kerl sagt in Notre-Dame. Komm, wir müssen sie kriegen! Dann zeigen Sie mal, was Sie können. Bannen Sie die Gefahr. Schützen Sie Franklin. Komm, die bekommen wir. Mann, die Leute rennen mir die ganze Zeit in den Weg. Einen haben wir doch schon erledigt. Oh, oh, sieht nicht gut aus. Noch den letzten. Oh, oh. Oh oh, Franklin wird gejagt. Wir müssen weiterrennen. Oder doch nicht. Der Ernst des Lebens. Mehr Daten haben wir nicht. Mit dieser Erinnerung kommen wir nicht weiter. Vorerst. Shay kann nicht gestorben sein und dann 20 Jahre später in Paris auftauchen. Es fehlt etwas. Natürlich. Shays Erinnerungen sind über die ganze Cloud verstreut. Der Virus hat die Server gestört. Deswegen können wir nicht Shays ganzes Leben sehen. Sie stehen vor einer Wand und ich bin beschäftigt.
Warum gehen Sie nicht zu Otto Berg? Er haust in einem der Büros. Mit Otto Berg in seinem Büro treffen. Ich langweile mich zu Tode. Shay Cormac ist ein Assassine. Aber er ist anders als die, die Sie früher für Entertainment-Produkte nahmen. Ich glaube, Shay könnte der wichtigste Assassine aller Zeiten sein. Ihre Forschung wird mir dabei helfen, etwas zu erreichen, was ich schon sehr lange will. Shays Geschichte hat vielleicht auch Ihnen etwas zu bieten. Und was? Na prima. Mit Violet am Aufzug treffen. Gut, machen Sie jetzt weiter. Aber denken Sie auch über das Besprochene nach. Ja, werde ich. Ich hatte keine Lust mehr auf Melanies Reparaturcrew zu warten, also habe ich das Ding repariert, um sie in die Lobby zu bringen. Ich präpariere den Animus, während sie unten sind. Okay. Ich habe den nächsten Server auf Ihrer Karte markiert. Abmarsch. Dann gehen wir zurück ins Foyer. Und müssen mal wieder einen Server reparieren. Ich vergaß, dass der Server eine Level 1 Security-Sperre hat. Ich habe Ihnen die Level 1 Security-Freigabe erteilt. Jetzt sollte es keine Probleme mehr geben. Klasse, jetzt können Sie in den Serverraum. Toll. Sobald die Server wieder da sind, lade ich die nächsten Erinnerungen in Ihren Animus. Dann bin ich mal gespannt. Und wir haben es geschafft. Das war jetzt aber komplett schwer natürlich. Alles Punkte bereit. Dann los. Los, los, los. Wer sind Sie? Fassen Sie nicht an. Himmel, Herrgott, wenn ich ihn. Du, gib mir das Kind. Ruhig jetzt. Alles ist gut. Elena. Ganz ruhig, Mr. Burke. Ich verspreche, wir tun Ihrer Tochter nichts. Wer sind Sie? Ich bin Warren Widdick. Ich arbeite für Abstergo Industries. Sie verließen das Uti-Jäger-Regiment und wurden bezahlter Söldner, um Elenas Mukoviszidose behandeln. Ja. Gute Arbeit, Strohkopf. Die Daten sind ziemlich grob, aber genug, um weiterzumachen. Ich könnte sie her, aber wiederherstellen. Aber dann könnte ich nicht drum scheuen, dass Wiederherstellen des Servers auch andere Systeme vom Virus. Sie machen gute Fortschritte. Bin gespannt, was uns Shay als nächstes zeigt. Ich auch. Level 1 Freigabe gewährt Ihnen auch Zutritt zu anderen Gebäudeteilen. Falls Sie sich mal zwischendurch die Beine vertreten möchten. Na klar. Falls wir die Drecksarbeit hier machen müssen. Zurück zum Animus. Da sind ganz viele Bilder von Edward Kenway. Er ist nicht tot, oder? Was passiert mit uns? Wenn ich sage, das ist der verrückteste Mist, den ich je gesehen habe, wäre das die überflüssigste Aussage aller Zeiten? Shay hatte einige ziemlich traumatische Erlebnisse. Okay, die zweitüberflüssigste aller Zeiten. Erkunde diese Erinnerungen weiter. Das Beste kommt noch. Ja, das glaube ich auch.
Sequenz 3, New York, Juni 1756. Hey, schön, dass es euch besser geht. Wir sind auf jeden Fall verletzt. Mr. Finnegan, oder? Heilige Jungfrau Maria. Haben wir etwa den Dorftrottel erwischt? Barry! Erinnert euch, Shay, ich bin Cassidy und das ist... Barry! Ihr wart wochenlang krank. Ich wollte nicht zur Last fallen. Schau, er ist ein zivilisierter Bursche. Ei, für einen trottligen Deckschrober. Bestimmt völlig besoffen von Bord gefallen. Barry? Er hat recht. Was wollt ihr alle? Was geht hier ab? Den Lehren auf den Grund gehen. Das werden wir aber erst im nächsten Part machen. Unsere Standaufnahme ist auf jeden Fall, wir haben den Schuss überlebt, sind aber verletzt. Und wie es jetzt weitergeht, erfahren wir erst im nächsten Part wieder. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Alessa. Ciao.